Hallo und herzlich willkommen zu unseren Gameswelt News. Nicht vergessen, morgen gibt es eine neue Folge Inside Coin mit sehr viel Red Dead Redemption 2. Unter anderem den spannendsten Angelausflug, den ihr je gesehen habt. Doch jetzt zu unseren Nachrichten. Apropos Rockstar, wie sieht es eigentlich mit GTA 6 aus? Da hat sich jetzt Dan Houser von Rockstar zu geäußert. Dann der Xbox Game Pass kommt jetzt auch auf den PC. Halo bekommt eine TV-Serie spendiert. Da weiß man jetzt, wann der Drehbeginn ist. Und Battlefield 5, der Battle Royale-Modus, da wird man sich noch ein bisschen gedulden müssen. Wie sieht's eigentlich mit GTA 6 aus? Jetzt hat sich Dan Houser von Rockstar dazu geäußert und hat im Endeffekt gesagt, ja, ist nicht ganz leicht und das liegt auch an der politischen Situation in den USA, weil da gibt es nämlich die extrem rechte Position und die extrem linke Position und die Leute sind alle ziemlich wütend. Er sagt, wir wüssten nicht einmal, wie wir an die Sache herangehen sollten, wie aufgebracht die Leute wären, egal was wir täten, ne? Weil links und rechts, die verstehen sich nicht und sind halt wohl ein ziemlich angry Mob. Es wäre schwierig, die Situation in den USA aus diesen Gründen zu parodieren. Jede Anspielung wäre schon nach 2 Minuten veraltet. So schnell ändert sich alles. Und damit hat er ja nicht ganz Unrecht. Ich bin mir dennoch ziemlich sicher, Rockstar wird es irgendwann hinbekommen, GTA 6 abzuliefern. Die lassen sich ja eh so ein bisschen Zeit, aber meine Prophezeiung ist, innerhalb der nächsten 6 bis 8 Jahre, da kommt auch GTA 6. Halo bekommt ja eine TV-Serie spendiert. Viele Infos gibt es bis dazu jetzt noch nicht, aber das ändert sich gerade ein bisschen, denn man weiß jetzt, dass die Dreharbeiten nächsten Juni loslegen sollen, und zwar in der Stadt Budapest. Bis jetzt weiß man allerdings noch nicht, wer in der Serie mitspielen wird oder wovon die Geschichte handelt. Die erste Staffel soll 10 Folgen haben und 2020 anlaufen. Der Xbox Game Pass ist ja quasi ein Netflix für Videospiele und wie der Name schon sagt, gibt es den exklusiv auf der Xbox. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass der Game Pass auch auf den PC kommen soll. Man kann zwar die Xbox Play Anywhere Titel dann, wenn man ein Xbox Game Pass Abo hat, zwar schon auf dem PC zocken, aber Third-Party-Titel eben nicht. Und Microsoft hat jetzt bekannt gegeben, dass eben der Xbox Game Pass ganz offiziell auch auf den PC kommen soll und das würde sich dann wahrscheinlich damit ändern, dass man dann eben auch diese Third-Party-Spiele auf dem PC zocken kann. Wann sich das ändern soll, beziehungsweise wann der Game Pass auf den PC kommt, hat Microsoft allerdings noch nicht gesagt. Battlefield 5 erscheint ja am 20. November. Allerdings werden die Leute, die Bock auf den Battle Royale Modus Firestorm haben, sich noch ein bisschen gedulden müssen. Über die offizielle Website wurde jetzt bekannt, dass dieser Modus erst später nachkommt. Man hat so eine ganze Roadmap veröffentlicht, wann welcher Inhalt kommen soll. Und demnach kommt der Firestorm Modus erst im März nächsten Jahres, wird halt dann kostenlos nachgereicht, beziehungsweise kostet diese ganze Add-on-Schmu nichts. Das ist schon ziemlich krass, da muss man sich noch lange gedulden. Tja, so lange kann man Blackout von Call of Duty Black Ops 4 spielen. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns morgen wieder bei den Gameswelt News. Ciao.